Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video spreche ich mit euch ein bisschen über meine Rheuma-Erkrankung. Die meisten von euch wissen bestimmt schon, dass ich Rheumatoid Arthritis habe und ja, ich habe dazu einige Fragen gestellt bekommen und ich dachte, die beantworte ich jetzt mal. Ich habe mir auf meinem Handy ein paar Notizen gemacht, dass ich wahrscheinlich ein paar Mal drauf gucken, dass ich davon nicht beirren. Erstmal erzähle ich ein paar allgemeine Fakten und zwar beantworte ich damit quasi auch die Frage, was ist das eigentlich, Rheumatoid Arthritis, kann das jeder bekommen? Weltweit leiden 0,5 bis 1% der Bevölkerung unter Rheumatoid Arthritis und damit ist es die häufigste Gelenkerkrankung. Kann es jeder bekommen? Ja, theoretisch in jedem Alter ist es möglich, aber am häufigsten bricht die Krankheit zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr aus, weil Rheuma, denkt man ja auch erstmal so, das haben doch nur alte Leute. Aber es können auch Kinder schon Rheuma haben oder sogar schon Neugeborene oder eben auch Jugendliche. Wie zum Beispiel bei mir war das so. Mein Rheuma ist so mit 16, 17 ausgebrochen. Aber um es nochmal so zur Relation zu bringen, ich habe das jetzt mal zusammengefasst, bei allen Rheuma-Erkrankungen, da haben in Deutschland 1,5 Millionen Menschen Rheuma, sind betroffen davon. Und Kinder und Jugendliche sind aber nur 20.000. Das heißt, ihr merkt schon, die Krankheit bricht wirklich sehr viel seltener bei Kindern und Jugendlichen aus als zum Beispiel bei Erwachsenen. Rheumatoid Arthritis ist nicht heilbar, es ist eine Autoimmunkrankheit und die ist chronisch. Es ist quasi eine chronische Entzündung der Gelenke. Ja, und bei dieser Autoimmunkrankheit ist es wie bei den meisten Autoimmunkrankheiten, dass eben körpereigene Zellen angegriffen werden vom eigenen Körper, fälschlicherweise, und gesundes Gewebe zerstört wird. Bei Rheumatoid Arthritis sind da eben die Gelenke der Angriffspunkt. Ja, wie kommt es dazu, dass man daran erkrankt? Einerseits spielt natürlich die Genetik da eine wichtige Rolle. Ich glaube, bei eineigen Zwillingen war das so, dass bei 20% von denen, wenn der eine die Krankheit bekommen und der andere sie auch bekommen hat. Das heißt, Genetik spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass ihr die Krankheit jetzt gerade auch in so jungem Alter bekommt, wenn keiner in eurer Familie betroffen ist. Ja, aber Genetik ist eben nur ein Faktor von vielen. Unter anderem begünstigt eben noch diese Krankheit zum Beispiel Stress, Rauchen, Übergewicht. Und es ist eben auch so, dass dreimal mehr Frauen als Männer diese Krankheit bekommen. Das heißt, bei Frauen ist es noch wahrscheinlicher, dass sie diese Krankheit bekommen. Und ja, Infektionen sind auch ein Risiko. Wie zum Beispiel, bei mir ist es ja so, ich habe schon eine Autoimmunkrankheit gehabt, Hashimoto. Das heißt, es ist immer wahrscheinlicher, dass man eine weitere Autoimmunkrankheit kriegt, wenn man eine schon hat. Rheumatoid Arthritis kann auch Organsysteme wie den Blutkreislauf, das Herz, die Lunge, Augen und so weiter und noch andere angreifen und eben ja, betreffen, aber das ist eher seltener der Fall. Aber besonders wichtig ist eben, dass die Krankheit möglichst schnell, nachdem sie erkannt wurde, behandelt wurde, am besten in den ersten 3 bis 6 Monaten. Eine häufige Begleiterscheinung zu Rheumatoid Arthritis ist Fatigue, also Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Müdigkeit, sowas. Ja, und weitere Symptome sind Gelenkschwellungen, Schmerzen in den Gelenken, Bewegungseinschränkung und ja, besonders lange Morgensteifigkeit der Gelenke. Was kann man dagegen tun? Man kann Medikamente nehmen, es können OPs gemacht werden und Ergo- und Physiotherapie. So, jetzt erzähle ich erstmal, wie es dazu kam, dass ich das bekommen habe, wie ich das gemerkt habe und wann. Und zwar war das so, dass ich habe es zum allerersten Mal im Sportunterricht bemerkt. Wir haben Badminton gespielt und ich habe Schmerzen beim Ellenbogen gehabt. Ich dachte natürlich erstmal, es kommt irgendwie daher. Auch beim Arzt und dann meinte mein Arzt zu mir, es wäre eine Prellung. Wurde aber nicht besser. Dann bin ich nochmal hin, dann hat sie mir da so ein komisches Ding gegeben, so eine Polsterung, die sich anziehen konnte für meinen Ellenbogen. Wurde dann aber null besser, dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Der hat mir dann eine Epispange verschrieben, hat gar nicht geholfen. Bin ich zum nächsten Orthopäden, der hat mir dann irgendwas gespritzt. Hat alles nicht geholfen, dann bin ich zum MRT gegangen, dann wurde mir da irgendwas diagnostiziert, dann aber hat alles nichts geholfen. Bin ich zum nächsten Orthopäden, hat mir wieder irgendwas diagnostiziert, aber was ganz anderes schon wieder. Ja, ich musste da irgendwie sehr kämpfen, weil irgendwie gefühlt alle 3 Minuten war es irgendwas anderes. Und ja, ich wurde auch allgemein nicht so richtig ernst genommen. Ich habe dann mal Ibuprofen gekriegt, auch wenn ich gesagt habe, das hilft mir gar nicht. Ja, und es war wirklich ein sehr, sehr langer Weg. Das Problem war auch, dass es einfach nicht besser wurde, über Monate hinweg. Und dann fing es auch an, dass ich so im Mai, Juni 2016 relativ schnell echt starke Knieschmerzen bekommen habe in meinem rechten Knie. Und es wurde wirklich immer schlimmer und schlimmer. Mein Knie wurde total dick. Meinen Arm konnte ich gar nicht mehr richtig bewegen. Das war von Anfang an schon irgendwie ganz schlimm, dass ich ihn gar nicht mehr richtig strecken oder beugen konnte. Und halt die Schmerzen waren die ganze Zeit da. Und auch das mit dem Knie wurde in sehr kurzer Zeit so schlimm, dass ich wirklich gehumpelt bin. Also vor allem, wenn ich neu aufgestanden bin jedes Mal,
bin ich erstmal gehumpelt, musste ich mich erstmal irgendwie fangen, dass ich nicht hinfalle, weil meine Beine unter mir weggesackt sind, weil meine Knie so wehgetan haben. Ja, teilweise wurde ich auch von Ärzten überhaupt gar nicht ernst genommen, mal wieder, ist ja auch klar. Das ging tatsächlich so bis zum Januar 2017, also das hat wirklich fast ein Jahr oder beziehungsweise über ein Jahr gedauert, bis es mal erkannt wurde. Da haben wir einen neuen Hausarzt gesucht und der hat sich dann auch mein Knie und meinen Ellbogen angeguckt und meinte dann so, ja, geh dann mal zu einem Rheumatologen. Hat auch halt ein großes Blutbild gemacht und da gab es einen Wert, irgendwie der Anna-Wert. Das ist halt ein Rheuma-Wert und der war bei mir positiv. Ja, dann war ich beim Rheumatologen, wurde untersucht und sie meinte gleich, ja, du hast Rheumatoid Arthritis. Zwischendurch war das auch immer wieder hin und her, weil ich habe irgendwie nicht die klassische Rheumatoid Arthritis, weil ein anderer Wert, der da meistens auch im Blut, ich glaube, positiv ist, ist bei mir halt nicht positiv und deswegen... Es ist ein bisschen schwierig bei mir, das so richtig zu diagnostizieren. Zwischendurch dachte ich mir noch immer, ich hätte eventuell Psoriasis-Arthritis, also eine Schuppenflechten-Arthritis. Aber da ich keine Schuppenflechte habe, wurde das dann jedes Mal doch wieder ausgeschlossen. Das Ding ist eben auch, dass meistens bei Rheumatoid-Arthritis zuerst die Fingergelenke betroffen sind und die kleineren Gelenke. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Finger und auch hier so Handgelenke habe ich gar keine Probleme, genauso wie bei meinen Füßen gar nicht. Nur die großen Gelenke, Ellenbogen, Knie sind bei mir betroffen. Das ist eben auch eher ungewöhnlich. Aber es ist wahrscheinlich einfach trotzdem eine ungewöhnliche Form der Rheumatoid-Arthritis. Ja, dann habe ich endlich 2017 Medikamente bekommen. Ich war da echt schon am Ende mit meinen Nerven. Ja, ich werde euch jetzt erstmal die Medikamente nennen, die es gibt. Und dann erzähle ich euch, welche ich genommen habe und wie es bei mir war. Ach so, und nochmal, als ich das allererste Mal Probleme hatte, 2015, war ich 17. Ja. Die Schmerzmittel, die man nehmen kann, sind natürlich einerseits einfach klassische Schmerzmittel, Ibuprofen, Pantoprazol und so weiter, habe ich auch mehrmals genommen, hat mir aber gar nichts gebracht tatsächlich. Das ist einfach zu schwach dafür. Auch Schmerzsalbe habe ich versucht, hat auch leider gar nichts gebracht. Cortison habe ich sehr, sehr lange genommen. Kennen vielleicht viele von euch schon Nebenwirkungen von Cortison, also wurde auch nach Nebenwirkungen gefragt, sind zum Beispiel Wassereinlagerungen, Heißhunger, Knochenbrüche, Infektionen, Blutdruck, Blutzuckererhöhung und so weiter, weiter. Es gibt tausend Nebenwirkungen von Cortison. Könnt ihr mal googeln, wenn es euch interessiert. Ich habe Prednisolon genommen. Und obwohl ich es, also anfangs habe ich eine sehr große Dosis genommen, die dann eben immer weniger wurde, aber ich habe das halt, glaube ich, 2 Jahre lang genommen oder 1,5 Jahre, auf jeden Fall mindestens ein Jahr. Und ich hatte am Ende schon auch echt Wasseranlagerung und ich hatte auch Heißhunger. Das war alles echt ein bisschen schwierig für mich, gerade auch mit der Essstörung oder mit der Recovery-Zeit dazu noch. War das echt nicht so geil. Ja, aber dazu braucht man natürlich auch eine Basistherapie, weil Schmerzmittel... Die behandeln eben nur den Schmerz an sich, aber die Basistherapie behandelt eben auch das Problem, wo es herkommt, die Ursache davon. Und ja, das Basistherapie sind DMARDs, also das steht für Diseases Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Und diese hemmen eben den Entzündungsprozess. Da gibt es einmal die klassischen in Tablettenform meistens. Da habe ich nicht alle von genommen, aber ein paar. Ich lese euch jetzt nur mal die vor, die ich genommen habe. Es gab noch 3 weitere, die sich dann aber bei mir ausgeschlossen haben, weil die dann keinen Sinn mehr gemacht hätten, weil die einfach schwächer wären oder dann eben nicht für diese Form von Rheuma geeignet. Bitte judge mich nicht, wenn ich irgendwelche Medikamentennamen falsch ausspreche, denn wir haben die beim Arzt immer abgekürzt, weil die eben nicht immer diese Sprichwörter sagen wollten. Hatte ich als allererstes Methotrexat. Kennen wahrscheinlich viele von euch unter dem Namen MTX. Das ist das bekannteste und auch beliebteste Medikament, weil es noch relativ gut verträglich ist, aber auch MTX hat wirklich extrem heftige Nebenwirkungen teilweise. Ich habe in der Studie gelesen, da stand, bei 23 von 100 Menschen gingen die Beschwerden um mindestens die Hälfte zurück. Ja, bei 23 von 100, was ist mit den anderen 77? Und nur 15 von 100 ging es wirklich deutlich besser. Dann halt viele geht es halt damit besser rheumatechnisch, aber haben halt andere Nebenwirkungen, wie es auch bei mir war. Eine ganze Weile ging das gut, aber irgendwann halt nicht mehr. Ja, das Ding ist, dass man bei MTX an, dass man auch in der Schwangerschaft extrem aufpassen muss, dass man beziehungsweise dass man nicht schwanger wird, wenn man da MTX auf gar keinen Fall in der Schwangerschaft nimmt. Das heißt, man muss wirklich gut darauf achten. Andere Nebenwirkungen sind eben Entzündungen in der Magenschleimhaut. Es geht, kann auch auf die Psyche gehen extrem. Es kann zu Benommenheit führen, Haarausfall und auch eben zu ernsthaften, langfristigen Schädigungen der Leber und der inneren Organe. Deshalb muss man halt sehr, sehr regelmäßig auch zum Blut kontrollieren gehen, zum Blut nehmen und... ja, das muss halt anfangs vor allem, ich glaube, noch alle 2 Wochen kontrolliert werden, später halt alle paar Monate. Aber da muss man halt immer hin, damit man eben diese Schädigungen ausschließen kann, damit man den gleich erkennt. Und bei so ziemlich all diesen Medikamenten ist es halt möglich, dass sie auf den Magen-Darm-Trakt gehen, dass sie Übelkeit, Erbrechen führen und all diese Medikamente führen auch zu Infektionen oder können dazu führen. MTX habe ich erstmal eine Weile ganz gut vertragen, aber ich hatte dann einen sehr, sehr, sehr starken Haarausfall. Es ging auch mit der Essstörung einher, das war so ein Hin und Her.
Aber man hat schon gemerkt, dass sich das gegenseitig überhaupt nicht gut verträgt. Und ich hatte am Ende wirklich kaum noch Haare. Aber das Ding war auch, dass ich tatsächlich immer einen Tag, nachdem ich MTX genommen habe, habe ich immer freitags genommen. Samstags ging es mir immer extrem schlecht. Ich war extrem depressiv, extrem traurig und ich wusste nicht warum. Ich meine, ich hatte eine Essstörung, ich war sowieso depressiv. Aber jeden Samstag habe ich mich mit meiner Mutter so hart gezopft, weil ich wirklich unerträglich war. Und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt. Ich wusste nicht warum. Und irgendwann habe ich dann mal den Zusammenhang gesehen. Nach dem Absetzen war das auch wieder weg. Also war das halt echt nicht so nice für mich. Ja, danach habe ich, also ich habe die ganze Zeit währenddessen auch Cortison genommen, was ich halt eigentlich auch gar nicht geil fand. Danach habe ich bekommen Leflunomid. Ich habe natürlich auch gemerkt, nach dem Absetzen ging es mir wieder viel, viel schlechter. Ich hatte, die Schmerzen wurden gigantisch. Also musste ein neues Medikament her, Leflunomid habe ich dann genommen. Und ja, Leflunomid habe ich auch ein halbes Jahr sehr gut vertragen. Aber dann ging es los, das war letztes Jahr im Januar, dass mir übel wurde. Immer mehr wurde mir übel, schwindelig, schlecht. Und dann ging es auch los, dass ich mich wirklich extrem doll übergeben musste. Den ganzen Tag dann immer. Das hatte ich erstmal einmal die Woche, dann hatte ich es zweimal die Woche, dann hatte ich es fast jeden Tag, dass ich eigentlich nur noch am Brechen war. Und das Problem war halt auch, da ich es halt erstmal so gut vertragen habe, wusste man nicht, ob es jetzt daher kommt. Lange wussten wir nicht, woher das kommt, deswegen habe ich es halt auch noch mal weitergenommen. Es hätte ja auch von den anderen Medikamenten kommen können, die ich genommen habe, für andere Sachen, auch von meinen Krankheiten theoretisch hätte es kommen können. Aber ja, irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir setzen uns jetzt mal ab und gucken, was passiert. Und nach dem Absetzen habe ich mich nie wieder übergeben müssen. Also war es eindeutig dieses Medikament. Ja, das Problem war dann noch mit meiner damaligen Rheumatologin, dass sie zu mir meinte, ja, die anderen Medikamente machen ja alle keinen Sinn mehr und Biologika können wir dir nicht geben, weil das würde ich niemals bei der Krankenkasse durchkriegen, weil deine Blutwerte sind ja gut und auf dem Blatt schriftlich verträgst du das Medikament ja. Das könnte ich also niemals irgendwie begründen und das können wir niemals geben. Biologika sind nämlich ebenfalls die MRDs, aber die sind ein bisschen anders, ein anderer Wirkstoff ist es. Die spritzt man auch, sind keine Tabletten. Und die sind halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Und es hat eine andere Untergruppe von Basismedikamenten. Und die sind so teuer, dass man die eben nicht direkt bekommt, sondern erst dann, wenn man die alle anderen Medikamente nicht verträgt. Sie wollte mir aber weiter Leflunomid geben, niedriger dosiert, aber ich habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Denn jetzt gerade habe ich immer noch Schmerzen, dabei nur noch wenig, aber ich nehme das nicht niedriger dosiert, um noch mehr Schmerzen zu haben, aber mich weiter zu übergeben. Ich war halt auch komplett fertig nach dieser Zeit. Kann man, glaube ich, verstehen, wenn man sich monatelang nur übergibt. Und habe dann die Ärztin gewechselt. Meine neue Ärztin hat mir dann erstmal noch Azathioprin gegeben und Sulfasalazin, soweit ich weiß. Aber da habe ich bei beiden gemerkt, also da sind mögliche Nebenwirkungen: Lichtempfindlichkeit, Hautausschlag, Kopfschmerzen, Juckreiz, eben auch wieder Magen-Darm-Probleme, Übelkeit, Erbrechen und Infektionen und halt noch tausend andere, die ich jetzt aber gar nicht alle aufzählen kann. Da habe ich aber sofort wieder gemerkt, bevor ich die ganze Dosierung hatte, die ich eigentlich nehmen sollte, dass mir wieder übel wird. Und es war dann auch wirklich so, dass ich den ganzen Tag mich extrem zwingen musste zu essen. Nach dem Essen war mir zwar ein bisschen weniger übel, aber ich hatte überhaupt kein Appetitgefühl mehr und das Essen fiel mir extrem schwer. Und so kann man halt dauerhaft auf gar keinen Fall leben. Ja, dann hat aber meine neue Ärztin mir gesagt, hey, wir geben dir Biologika, das ist gar kein Problem. Dachte ich auch so nice, dass die andere Ärztin mir das nicht geben wollte und die sagt, das ist kein Problem. Bin ich aber sehr glücklich mit gewesen mit dieser Entscheidung. Erstmal habe ich bekommen Adalimumab und ohne MTX, weil ich das MTX ja damals nicht so gut vertragen habe. Das wurde mir in deiner Praxis gespritzt einmal die Woche, aber das war einfach nicht stark genug. Also anfangs war es ein bisschen besser, aber die Schmerzen waren immer noch relativ stark. Und seit Oktober jetzt, letzten Jahres, bekomme ich wieder MTX, also spritze ich mir selber einmal die Woche. Aber durch die Spritze sind die Nebenwirkungen ein bisschen niedriger. Und ich bekomme es auch ein bisschen niedriger dosiert, weil das unterstützt uns eigentlich Biologika. Und das ist jetzt bei mir Etanercept. Also Erelzi heißt mein Präparat, das ich mir mittlerweile selbst spritze. Ja, ich spritze mir das selber, weil ich einfach keinen Bock habe, einmal die Woche in die Praxis zu gehen. Aber das war auch eine schwere Geburt, kann ich euch sagen, weil ich nicht so der Nadelfan bin und ich gedacht habe, ich würde das niemals schaffen. Aber nach einigen Monaten habe ich es dann selbst geschafft. Und also mit dem Pen konnte ich es von Anfang an selber. Aber mit dem Pen geht es wirklich nicht, weil ja, Erelzi brennt bei mir wirklich wie Feuer. Es war wirklich so schlimm, dass ich beim Reinspritzen wirklich schreien musste vor lauter Schmerz, weil halt in diesem Präparat Zitronensäure drin ist und Zitronensäure in den Körper reinspritzen ist schon eine Nummer. Und mit dem Pen wird es halt extrem schnell reingejagt und mit der Spritze, die ich halt jetzt nehme, kann ich es halt reindrücken, selber meiner eigenen Geschwindigkeit. Und wenn ich es ganz, ganz, ganz langsam mache, ich brauche dann 3 Minuten für so eine kleine Spritze. Aber dann geht es mit den Schmerzen echt, weil das mit dem Brennen, das war wirklich heavy. Ja, ich nehme jetzt, wie gesagt, Erelzi und MTX.
Und es geht mir damit eigentlich relativ gut im Moment. Also, um eine weitere Frage zu beantworten, gibt es da Schübe? Hat man da Schübe? Ja, man hat Schübe. Es gibt teilweise auch Tage, wenn man keine Schübe hat, da geht es einem relativ gut. Man merkt es immer. Es ist nicht so, dass man vergisst, dass man Rheuma hat. Vor allem nicht ohne Medikamente. Das ist halt, muss ich deutlich sagen, das ist eigentlich nicht möglich, ohne Medikamente da irgendwie durchzukommen. Aber es gibt halt Schübe, da wird es halt wirklich viel, 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 viel schlimmer. Die Schübe können ausgelöst werden durch natürlich, wenn man Medikamente absetzt, wird natürlich ein Schub total getriggert. Aber auch durch solche Sachen wie Stress oder allein schon das Wetter. Manchmal kommen Schübe aber einfach so. Also da muss es gar keinen Trigger für geben. Die Schübe können Tage bis Wochen oder mehrere Monate dauern. Das ist auch immer ganz individuell abhängig. Ja, wie ist es bei einem Schub? Bin ich da komplett ausgenockt, hat mich jemand gefragt. Kommt drauf an. Also, wenn man keine Medikamente hat, sind die Schmerzen wirklich extrem stark. Und ich hatte das auch wirklich schon, dass ich selbst unter Medikamenteneinfluss da lag und geweint habe vor lauter Schmerz, weil einfach auch ein Schmerzmittel kann ich da nicht nehmen, weil das hilft halt einfach nicht. Da kann ich 5 Ibuprofen nehmen, da geht es mir nicht besser von. Und die Schmerzen können dann wirklich extrem stark sein, aber es ist nicht so, dass ich jetzt wochenlang nur noch rumliege. Es gibt immer zwischendurch Tage, die sind dann besser, dann gibt es Tage, die sind schlechter, aber es ist auch nicht so, dass die Schmerzen den ganzen Tag gleich stark sind. Morgens zum Beispiel ist es bei mir meistens nicht so stark, denn aus irgendeinem Grund habe ich echt Glück. Ich habe nie Morgensteifigkeit der Gelenke. Es ist auch bei vielen Rheumapatienten so, dass die Morgensteifigkeit der Gelenke extrem lang anhält. Ich habe das gar nicht. Umso länger der Tag geht, umso stärker tun halt dann auch meine Gelenke weh. Und teilweise ist es mir auch schon passiert, dass ich nachts wach geworden bin von lauter Schmerzen, auch gerade weil ich da vielleicht nicht so eine Schonhaltung hatte. Ja, aber mit Medikamenten kann man auch die Schübe ganz gut überstehen. Bei mir ist es so, ich bin gerade medikamentös relativ gut eingestellt. Aber trotzdem, wenn ich einen Schub habe, merke ich das. Ich merke, dass mein Ellenbogen wehtut, ich merke, dass mein Knie wehtut, dass es wieder ein bisschen geschwollen ist. Also, ja, eine andere Frage war auch, wie lange hat es gedauert, bis ich medikamentös perfekt eingestellt war? Das ist noch nicht wirklich passiert. Ich habe immer noch manchmal Schmerzen. Letztens ist es wieder ab und an mal ein bisschen übel. Muss ich auch gucken, ob ich die Medikamente weiterhin vertrage. Wie gesagt, das Leflunomid habe ich anfangs auch ein halbes Jahr total gut vertragen und dann plötzlich gar nicht mehr. Es kann sich alles jederzeit leider ändern. Und ja, jetzt auch nach 4 Jahren, drei Jahren bin ich immer noch nicht perfekt medikamentös eingestellt, weil es eben immer wieder variieren kann. Aber wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen schwierig. Es gibt auch Leute, die nehmen immer gerne MTX und denen geht es damit schon gleich super. Also lasse ich da jetzt nicht entmutigen von mir. Aber ja, das Ding ist halt auch, sehr viele Medikamente gibt es nicht, die man mir noch geben könnte. Es gibt noch ein paar Alternativen, die wir hätten. Aber es ist halt auch, es ist wirklich wichtig, dass langsam mein Medikament klappt. Und im Moment klappt das jetzt zum Glück einigermaßen gut. Hoffentlich bleibt das auch so. Klopf auf Holz. Ja, aber ich meine, unendlich viele Möglichkeiten an Medikamenten gibt es leider auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt einmal die Tabletten von der Basistherapie, dann die Biologika und eben auch immer noch Schmerzmittel wie Cortison oder so. Aber da hatte ich echt keinen Bock mehr drauf, schon langsam, weil ich habe ja auch schon Osteoporose und Cortison fördert das ja auch. Ja, ich muss mal kurz in meine Notizen gucken, was es da noch für Fragen gab. Ach so, zu Biologika noch. Das Problem mit Biologikern ist eben, dass sie zwar meistens eher weniger Magen-Darm-Probleme verursachen, da sie halt gespritzt werden und die Magenschleimhaut die Medikamente quasi gar nicht so verarbeiten muss. Natürlich kann es auch passieren, dass einem davon übel wird und man irgendwie Durchfall kriegt, was auch immer, und Bauchschmerzen, aber es ist halt ein bisschen seltener als bei den Tabletten. Aber bei Biologikern ist eben die Infektionsanfälligkeit wirklich viel, viel höher. Biologiker legen das Immunsystem so ein bisschen lahm, damit eben nicht mehr diese Zellen produziert werden, die die Zellen zerstören, die ja auch von meinem Körper produziert werden, ist ja eben das Problem einer Autoimmunkrankheit, aber gleichzeitig wird eben auch mein komplettes Immunsystem lahmgelegt. Deshalb man sehr, sehr krankheitsanfällig ist für so ziemlich jede Krankheit. Deswegen wurde ich auch für Krankheiten geimpft, die man eigentlich gar nicht mehr hat heutzutage, weil ich eben dafür automatisch viel anfälliger bin. Ich habe da irgendwie echt extremes Glück. Mein Körper ist da irgendwie extrem stabil, weil ich war, seitdem ich das Biologika nehme, ein einziges Mal krank. Hatte ich eine Grippe. Das war direkt danach. Da wurde mir schon gesagt, es kann eigentlich gar nicht sein, dass du so schnell krank geworden bist. Aber ich habe es mir einmal gespritzt, war direkt eine Woche krank, aber seitdem eigentlich gar nicht mehr. Aber das kann eben auch ganz anders aussehen. Ich kenne da Leute, die sind irgendwie gefühlt dreimal im Monat krank wegen dem Biologika, weil eben das Immunsystem dadurch halt abgetötet wird. Aber es hat auch der Sinn der Sache. Ist ein bisschen schwierig, aber solange es hilft. Irgendwas muss man machen. Ich wurde auch gefragt, ob man da auch alternative Heilmethoden hat oder ob man die benutzen kann. Ob es auch alternative Heilmethoden. Ich wurde auch gefragt, ob es auch alternative Heilmethoden gibt und wie es mit der Ernährung aussieht. Es gibt alternative Heilmethoden, da muss ich mich nochmal auseinandersetzen. Das möchte ich auch machen, aber ich würde niemandem empfehlen, nur auf alternative Heilmethoden zu gehen, weil, wie gesagt, eine medikamentöse Behandlung auch extrem wichtig ist.
Und mit der Ernährung, ja, man kann da was machen, wie bei so ziemlich allen Erkrankungen eigentlich. Aber bei mir ist es so, ich habe da eine Zeit lang durch meine Essstörung auch zum Beispiel sehr doll auf Zucker und so weiter verzichtet. Und ich hatte in meinem Fall jetzt nicht das Gefühl, dass es mir geholfen hat, aber vor allem hatte ich das Gefühl, dass es mich einschränkt. Ich habe jetzt eine Histaminintoleranz und kann eh schon nicht alles essen. Da hatte ich auch die Essstörung und ich möchte mich eigentlich in meiner Ernährung, in meinem Leben nicht mehr so krass einschränken für eine minimale Besserung. Also das ist mir im Moment einfach nicht wert und kann, dass ich darüber irgendwann nochmal anders denke. Aber momentan ist für mich definitiv eine Sache mit der Ernährung, mache ich da nichts dran, weil es auch nicht so ist, dass es dadurch einfach automatisch total geil ist und man gar keine Probleme mehr hat. Also bei mir habe ich, wie gesagt, gar keine Besserung gemerkt, aber es ist bestimmt möglich, dass es Menschen damit besser geht. Das ist auch ganz individuell. Aber wie gesagt, so eine enorme Einschränkung bin ich momentan nicht bereit, mich ergehen zu lassen, weil ich habe die Krankheit, seit ich 17 bin und ich bin nicht bereit, von meinem 17. Lebensjahr bis zum Rest meines Lebens irgendwie nichts mehr zu essen, was lecker ist. Das ist natürlich dramatisch ausgedrückt, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Gerade nach der Essstörung möchte ich das wirklich gar nicht. Ja. Ich wurde auch gefragt, ob ich Gelenkverformungen habe. Habe ich glücklicherweise nicht. Ich glaube auch, es ist einfach auch ein Vorteil bei mir, dass ich halt noch sehr jung bin. Vorteil, ja, natürlich ist es nicht sehr geil, weil ich habe natürlich auch Angst und mache mir Gedanken, wie ist das mal, wenn ich 50 bin, wenn ich jetzt schon teilweise mich fühle wie eine 80-Jährige, die rum humpelt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist es eher noch ein Vorteil, dass ich mich einfach auch noch geschmeidiger bewege und so. Und Gelenkformungen habe ich natürlich auch gar nicht. Wie gesagt, an den Fingern habe ich eben Probleme gar nicht. Ich habe halt jedes Mal, wenn ich halt Schübe habe oder keine Medikamente nehme, sehr, sehr starke Schwellungen, vor allem in den Knien. Und aber auch in den Ellenbogen, da sieht man es auch von außen nicht, aber dann kann ich es halt nicht mehr richtig strecken. Das kann ich euch jetzt mal zeigen. Aber jetzt zum Beispiel, ich stehe gerade auf und ich habe gerade mit angewinkelten Beinen gesessen. Jetzt tut mein Knie gerade weh. Okay, ich kann meinen rechten Arm nicht so weit ausstrecken wie den linken. Mit Medikamenten, die ich jetzt gerade nehme, kann ich ihn viel weiter ausstrecken. Aber wenn ich keine Medikamente nehme, dann kann ich meinen Arm ungefähr so weit ausstrecken. Also das ist halt schon schwierig. Ist auch beim rechten Arm schlimmer als beim linken. Aber ihr seht, das ist mein linker Arm, wenn ich ihn ausstrecke. Der ist gerade und das ist der rechte Arm. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, vielleicht ein bisschen. Ihr seht auch, die Hand ist hier ganz durchgedrückt bei beiden und die ist einfach nicht so weit wie die. Dieser Arm hier lässt sich einfach nicht ganz ausstrecken. Auch noch mal von der Seite. Ihr seht es, ich kriege ihn nicht richtig runter. Jetzt zu dem, der natürlich komplett gerade runter geht. Und den kann ich halt nicht gerade runterstrecken. Ja. Also, wie gesagt, dieser rechte Arm, den werde ich nie wieder richtig ganz strecken können, aber das ist halt mittlerweile so eine kleine Einschränkung, dass es mich nicht groß stört. Aber es gab eben auch Zeiten, da konnte ich ihn deutlich weniger strecken und das ist dann schon auch belastend, weil es natürlich auch jedes Mal wehgetan hat. Und das habe ich im Moment jetzt nicht so schlimm mit den Schmerzen. Auch noch die Frage, ob es dauerhaft wehtut. Wie gesagt, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Kommt darauf an, wie ich mich bewegt habe, ob ich Medikamente nehme, ob ich gerade einen Schub habe oder nicht. Ich habe jetzt nicht ununterbrochen Schmerzen, aber ich habe eigentlich jeden Tag Schmerzen. Die sind nicht immer unerträglich stark, die sind auch nicht immer schlimm, aber ich weiß eigentlich nicht mehr, wie es ist, gar keine Schmerzen zu haben den ganzen Tag. Weil das ist eben das Ding, für mich ist es schon normal, diese Schmerzen zu haben und deswegen stören sie mich nicht mehr großartig. Ich wurde auch gefragt, wie es mit meinem Bewegungsdrang ist, ob mich das nicht total belastet und ob es nicht schlimm ist auch für mich und wie ich das mache. Mittlerweile ist es halt auch so, wenn ich merke, ich habe jetzt starke Schmerzen, dann bewege ich mich halt weniger. Trotz des Bewegungszwangs muss ich doch irgendwo ein bisschen Abstriche machen für meine Gesundheit. Aber damals, als ich auch noch so richtig krass in Essstörung drin war, war das halt nicht so, dass ich mich auch noch deutlich mehr bewegt als mittlerweile. Und da bin ich auch oft echt über meine Grenzen gegangen, hatte starke Schmerzen, war auch total ausgelaugt und müde. Bin aber trotzdem weitergelaufen. War nicht cool, war nicht schlau, war auch echt teilweise eine Qual für mich, muss ich auch ehrlich zugeben. Es ist mittlerweile immer noch nicht immer total angenehm, wenn ich gerade auch länger irgendwie irgendwo hinlaufe oder nach Hause muss und dann merke, oh Gott, mein Knie tut, will ich mich hinsetzen. Aber im Großen und Ganzen geht es echt klar, weil teilweise tut sogar mein Knie, oder meine Knie, besser gesagt beide, im Liegen mehr weh als im Laufen. Manchmal ist es so, dass wenn ich loslaufe irgendwo hin, dass die ersten 3, 4 Schritte tut es schon weh, aber nach einer Minute gewöhnt mein Bein sich dran, diese Bewegung. Und dann geht's wieder. Genauso wie jetzt. Ich sitze schon wieder. Wenn ich jetzt mein Bein ausstrecke, wird es wieder wehtun. Aber wenn ich dann ein paar Schritte gehe, geht's auch schon wieder. Das ist auch ein bisschen so eine Gewohnheitssache dann für die Gelenke. Aber an sich ist es schon auch so, dass man gerade mit Rheumatoid Arthritis sich bewegen soll. Also alle meine Ärzte sagen immer, beweg dich ruhig, mach ruhig Sport, das ist gut für deine Knie und deine Gelenke. Meine alte Ärztin hat mir auch damals gesagt, dass ich nie wieder joggen gehen kann. Damals, das war noch vor der Essstörung, bin ich ganz gerne mal joggen gegangen, natürlich bevor ich diese Schmerzen hatte. Aber es war sehr schlimm für mich auch. Aber meine andere Ärztin, die aktuelle, hat zu mir gesagt, wenn du keine Schmerzen hast, dann geh ruhig joggen. Wenn du jetzt merkst, es tut weh oder es tut danach immer weh, dann lass es sein. Aber ich habe jetzt im Moment gerade eine gute Medikamenteinstellung und ich merke das wirklich gar nicht am Knie, wenn ich laufen gehe, also weder beim Laufen noch nach dem Laufen.
Von daher, das ist natürlich immer so eine Sache. Man sollte halt gucken, dass man nicht über seine Grenzen hinausgeht. An sich ist Joggen für Rheumatoid nicht geeignet. Aber da ich damit gar keine Probleme habe und mich damit aber wohlfühle, ist es in Ordnung. Alles ist gut, solange es sich gut anfühlt. Zumindest sagt meine Ärztin das. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil ich bin halt nicht der Krafttrainingstyp. Ich gehe halt gerne joggen. Ja, was gab es noch für Fragen? Wie stark beeinträchtigt es meinen Alltag? Es kommt drauf, wirklich drauf an, was gerade Sache ist. Aber solange ich Medikamente nehme, die gut wirken, nicht sehr stark. Wie gesagt, ich habe mich mittlerweile komplett daran gewöhnt, dass ich jeden Tag Schmerzen habe in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gesagt, das ist für mich dadurch einfach auch nicht mehr schlimm oder dramatisch. Natürlich gibt es Tage, da habe ich stärkere Schmerzen, da belastet es mich auch und da weiß ich nicht, was soll ich jetzt machen. Ich kann meinen Arm nicht ausstrecken, nicht anwinkeln, egal was ich mache, es tut weh, mein Knie tut weh und es nervt und klar. Es gibt Tage, da bin ich da auch total frustriert und deprimiert drüber. Aber im Großen und Ganzen beeinträchtigt das mich nicht wirklich im Alltag, da ich eben durch eine gute medikamentöse Einstellung so gut wie alles machen kann. Ich wurde noch nach Geheimtipps gefragt. Gebt niemals auf und holt euch die Meinung anderer Ärzte. Ich habe bei einem Rheumatologen, da war die Diagnose schon seit einem Jahr vorhanden. Der hat mir gesagt, ich habe kein Rheuma. Da habe ich auch gesagt, Entschuldigung, natürlich habe ich Rheuma. Was denken Sie denn, was ich hier gerade mache? Hat er mir gesagt, nimm Ibuprofen. Da dachte ich, Entschuldigung, Ibuprofen hilft bei Rheuma, aber leider nicht einfach so. Das ist also. Viele Ärzte nehmen einen natürlich null ernst, wenn man 17 ist oder wie ich jetzt mittlerweile 21 und Rheuma hat. Aber Rheuma kennt kein Alter und solche Ärzte könnt ihr sowieso vergessen. Holt euch mehrere Meinungen ein. Kämpft drum, dass ihr Medikamente bekommt, die ihr braucht. Dass ihr keine Medikamente nehmt, die euch irgendwie Nebenwirkungen verschaffen, die für euch unangenehm bzw. nicht aushaltbar sind. Ihr müsst nichts nehmen, von dem ihr euch übergeben müsst oder von dem euch schlecht wird jeden Tag. Es gibt viel mehr Alternativen, als die meisten Ärzte irgendwie. Ja, wissen oder einem geben wollen, weil es wäre dann kompliziert und schwierig für sie. Haltet durch und ich kann euch versichern, es wird für euch auch die richtige medikamentöse Einstellung geben, mit der ihr ein relativ normales Leben führen könnt. Und ja, natürlich ist es scheiße, wenn man Jungs und Rheuma hat. Gerade auch an die ganzen jüngeren Zuschauer, wenn die vielleicht auch von irgendeiner Art von Rheuma betroffen sind. Natürlich macht es nicht gerade Spaß, aber bleibt stark. Denn ich habe anfangs auch niemals gedacht, dass ich jemals irgendwie einen Tag haben werde, ohne dass ich darüber nachdenke, wie schlimm meine Schmerzen sind. Aber mittlerweile sind die Schmerzen wirklich sowas von erträglich. Auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht eine 3. Also wirklich überhaupt nicht schlimm. Und es vergehen auch Tage, da denke ich gar nicht darüber nach, dass ich Rheuma habe oder dass ich Schmerzen habe oder so. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich kann euch leider keinen Geheimtipp geben, was ihr gegen die Schmerzen machen könnt. Versucht es mal mit Kälte oder mit Hitze, je nachdem, was euch halt gerade gut tut. Und ansonsten auf jeden Fall Spaziergänge, aber mäßige Spaziergänge und nur wenn ihr keine Schmerzen habt und auch ausruhen ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich glaube, das war es doch erstmal. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, es war einigermaßen klar alles. Und ich hoffe, das Video war einigermaßen interessant für euch, vielleicht auch für die, die kein Rheuma haben. Falls ihr sich eine Rheumakrankung habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, seit wann ihr die habt, wie alt ihr da wart, wie alt ihr jetzt seid. Das würde mich sehr interessieren und auch welche ihr habt. Denn ich kenne in meinem persönlichen Umfeld tatsächlich niemanden in meinem Alter mit Rheuma und auch niemanden, der älter ist und Rheuma hat. Ja. Aber ich hoffe auch, dass es für euch interessant war, wenn ihr kein Rheuma habt. Denn ja, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr und seid schlauer als vorher. So, und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Ich habe heute Morgen sehr intensiv nochmal recherchiert über alles und mir alles aufgeschrieben und so, damit ich auch keinen Mist erzähle. Und ja, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.